Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars, The Old Republic Marodeur Story. Ja, wir haben das letzte Mal eigentlich soweit alles hier auf Nashadar parat gemacht, dass wir zum letzten Schlag gegen diesen Sith Lord Ratari ausholen können. Mal schauen, ob es dazu jetzt kommt. Einen Moment bitte, Major Damarus vom Kriegsministerium. Ich brauche eure Talente für eine sehr dringende Mission. Ich bin ein Sith. Ich unterstehe euch nicht, Major. Dies ist mein Partner, Kabura der Hutte. Sein Kartell leitet den Netzzugriffssektor, das Herzstück des gesamten galaktischen Holonetzes. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Es ist technisch unmöglich, die Abwehr der Hutten zu durchbrechen und so viel Kontrolle zu erlangen. Ihr müsst der Sache auf den Grund gehen, und zwar unverzüglich. Es gibt fast nichts, das mich weniger interessiert. Durch eure Fähigkeiten seid ihr die ideale Person, um die Sache zu übernehmen. Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen. Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen, mich bei euch melden, wenn ich dort bin. Viel Erfolg! Okay. Ah, mal schauen, wo uns der Weg so hinführt. Ja, hier kann ich das gar nicht einsetzen. Schade. Schade, schade. Oh, ich habe Post bekommen. Naja, holen wir später. Wo muss ich hin? Dort war Tal, würde ich sagen, machen wir zuerst da unten das. Okay, das waren die Droiden. Oh, wie ist das schön? Oh, wie ist das schön? Diese Blechbüchsen haben einfach nichts drauf. Okidok, jetzt geht's da runter.
Ihr habt die Codes eingegeben. Ausgezeichnet. Kabura? Rundikaba, Kyotopa, Bubandabakamushanita. Endlich. Begibt euch ins Datenzentrum, findet den Saboteur und schaltet ihn aus. Ich werde mich darum kümmern. Seid auf alles vorbereitet. Damarus Ende. Oh, wir haben neue Stiefelchen bekommen. Sind das für einer? Sieht aus wie ein Fisch. Da seid ihr ja. Ich bin Axis, der Wissenssucher. Wie ihr seht, bin ich unantastbar. Wir werden jetzt eine Abmachung treffen, die für uns beide vorteilhaft sein wird. Warum sollte das Imperium eine Abmachung mit euch treffen? Ich erfahre alles. Alle Informationen, alle Geheimnisse, alle Daten der Galaxis. Ich will gerne alles, was ich erfahre, an euer Imperium weiterreichen. Doch ich muss hier bleiben. Das ist die Abmachung, die ihr eingehen werdet. Ich überlebe und das Imperium bekommt Wissen und einen Vorteil. Was, wenn ich mit der Abmachung nicht einverstanden bin? Unmöglich. Der Nutzen für euch ist groß. Ihr werdet nicht ablehnen. Geheimhaltung ist für die Abmachung sehr wichtig. Die Hutten werden meine Gegenwart hier nicht dulden. Sie müssen also glauben, dass ich getötet wurde. Große Generatoren versorgen die Einrichtung. Ihr müsst alle bis auf den Notgenerator überladen. Das wird die Einrichtung verwüsten und den Anschein erwecken, ich sei getötet worden. Das klingt einfach. Ja. Solange der Notgenerator normal funktioniert, bleiben meine Schilde erhalten. Ich werde überleben. Und euer Imperium wird davon profitieren. Die Generatoren werden gut bewacht. Seid vorsichtig. Und freut euch auf das unendliche Wissen, das euer Lohn sein wird. Hoffentlich hält er sich an die Abmachung, sonst gibt's Haue. Leschbüchsen. Gebt mir mal einen ordentlichen Gegner. Ist das schön. Sind wir heute Schrottsammler?
Das wäre Generator Nummer 1. Generator Nummer 2. Ah, und der dritte ist ganz da unten. Ich bin einfach zu gut für die. Jetzt ist es soweit. Und da ist der letzte Generator. Ich bin ein Sith und der Typ ist mir zu überheblich. Geheimnisse des Imperiums sicher. Sofort evakuieren, mache ich doch glatt. Okidok. Ist das Start-Terminal. Hier, Major Damaros. Wir haben eine große Explosion im Datenzentrum registriert. Wurde das Ziel vernichtet? Ich war erfolgreich. Ausgezeichnet. Wir sind froh, dass ihr uns bei dieser Mission geholfen habt. Kabur hat mich informiert, dass die Notfallsysteme der Hutten die Daten erfolgreich umleiten. Das Holonetz ist vorerst gerettet. Ich muss dem Kriegsministerium Bericht erstatten. Eure Hilfe wird nicht vergessen werden. Damaros, Ende. Und wir haben einen neuen Helm. Sehr schön. Damit hätten wir diese Aufgabe erledigt. Jetzt haben wir nur noch Lord Ratari vor uns. Und genau das werden wir das nächste Mal machen. Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, teilt, liked, kommentiert, abonniert. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher saarländischer Let's Player von dem Mann. Tüdelü!